Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und ich habe für euch die Nivea Creme for Men getestet. Und heute sprechen wir darüber, ob diese Creme die perfekte Creme für Männer ist. So Leute, endlich hat es eine Firma verstanden, dass Männer keine 100.000 Cremes im Badezimmer stehen haben wollen, sondern am besten eine Creme für alles haben wollen. Ja? Endlich! Männer sind pragmatisch und brauchen nicht wie Frauen zigtausend verschiedene Cremes, sondern am besten eine für alle. So, das hat Nivea anscheinend verstanden und ich persönlich habe zuvor nur zwei Cremes benutzt als Mann. Ja? Ich habe zum einen die ganz normale Nivea Creme benutzt und zum anderen des öfteren mal Hydra Energy von L'Oreal Man Expert. So, diese Creme habe ich allerdings, diese normale Nivea Creme, habe ich nicht so gerne und nicht so oft genutzt, weil ich die Creme schon sehr, sehr fettig finde und sehr, sehr dick. Und deshalb steht diese Dose wahrscheinlich auch schon seit 3 Jahren bei mir im Badezimmer und ich bekomme sie einfach nicht leer, ja, weil ich die halt so selten nutze. So, und jetzt habe ich vor kurzem dann in der Werbung diese Creme gesehen. Und da stand bei, ja, okay, speziell für Männer entwickelt, bla bla bla, alles klar, habe ich gedacht, okay, das checke ich jetzt mal direkt aus. So, und ich habe die jetzt schon ungefähr eine Woche getestet und ich erkläre euch heute einfach mal so meine persönlichen Pluspunkte an dieser Creme zu der anderen Nivea Creme und sage auch dann anschließend nochmal, ob das für mich die perfekte Männercreme ist. Als allererstes kommen wir auf das Design zu sprechen. Also es ist auf jeden Fall ein cooleres Design, ein männlicheres Design als dieses Normalo Nivea Design. Das Blau ist etwas dunkler, das Weiß auf der linken Seite ist jetzt hier silber geworden, ist in einer cooleren Dose. Also auf jeden Fall ein cooleres Design, Pluspunkt auf jeden Fall für diese Creme. Zudem, einer meiner wichtigsten Punkte, diese Creme ist nicht so dick wie die normale Nivea Creme. Die zieht schneller ein auf der Haut, man kann sie besser verteilen und das ist für mich ein riesengroßer Pluspunkt. Das war nämlich auch ein Nachteil an dieser Creme, warum ich die andere Creme nicht so oft genutzt habe, die normale Nivea Creme. Und das muss ich sagen, ist echt ein richtig großer Pluspunkt. Zweiter riesengroßer Pluspunkt muss ich sagen, diese Creme riecht extremst gut. Also das habe ich echt noch nicht erlebt, dass eine Creme so gut riecht. Wer vielleicht schon mal so ein Aftershave von Nivea benutzt hat oder generell Aftershave, der kennt diesen frischen Geruch. Und genau diesen frischen Geruch ist auch bei dieser Creme. Der ist auch bei dieser Creme vorhanden. Also echt sehr, 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 sehr gut. Das auch ein riesengroßer Pluspunkt an dieser Stelle für diese Creme. Generell kann ich auch noch sagen, dass diese Creme nicht ganz so fettig ist wie die normale Nivea Creme. Allerdings ist sie schon ein bisschen fettig. Es wird zwar gesagt, sie ist nicht ganz so fettig, ja, aber, oder die fettet gar nicht. Für mich ist sie immer noch ein bisschen fettig, aber auf jeden Fall deutlich weniger als die normale Nivea Creme und auch an dieser Stelle deshalb auch nochmal ein Pluspunkt. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch so, dass diese Creme wirklich eine All-in-One-Creme sein soll. Heißt, steht drauf für Gesicht, Körper, Hände. Also genau das, ja. Nivea Menschen, das habt ihr gut verstanden. Also Männer wollen nicht unbedingt zigtausend Cremes haben und so eine All-in-One-Creme ist echt gut für Männer. Ob es die perfekte Lösung ist, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die persönlich als Bodylotion benutzen würde, diese Creme. Hier steht drauf für Körper. Ich denke mal, wenn man, keine Ahnung, beim Fußball ist oder beim Sport, im Fitness und nach dem Sport keinen Bock hat, eine Bodylotion mitzunehmen und eine Creme, da würde ich sagen, ist das echt die perfekte Creme dafür. Die riecht gut, spendet Feuchtigkeit, ist nicht so ganz fettig, cooles Design und man hat wirklich eine Creme. Und diese Creme kann man einfach so benutzen, dann die Stellen einzucremen, die halt irgendwie trocken sind. Und von daher muss ich summa summarum sagen, dass diese Creme jetzt auf jeden Fall in meinem Badezimmerschrank steht. Und die andere Nivea Creme werde ich entsorgen, die etwas ältere, und durch diese ersetzen. Also wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr zum Thema Männerpflege, Männerprodukte, Cremes etc. wissen wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Ich sage bis dahin, adios. We'll be right back.